Die Daten meines Terminplans habe ich im letzten Video mit Power Query ins Power Pivot Datenmodell geladen. Mit Power Pivot werde ich die Daten nun noch weiter anreichen, zum Beispiel mit einer Hierarchie, um dann im nächsten Video auch Power View dann endlich auszuführen. Diese Tabelle auf der linken Seite habe ich mit Power Query ins Power Pivot Datenmodell geladen und ja, diese Daten liegen mir nun in Power Pivot vor. Ich klicke mal auf Verwalten und ich sehe hier, sind die Zeilen doppelt jeweils vorhanden. Die Dauern brauche ich gleich für die Auswertung. Die Dauern brauche ich. Die sind mir gerade doppelt vorhanden. Da möchte ich doch die Information nutzen, dass von dieser Dauer eventuell schon Teile erfüllt sind und Teile offen sind. Hier zum Beispiel bei diesem 8-tägigen ist noch unten nichts erfüllt. 0% also sind noch volle 8 Tage offen, steht hier aber gar nicht. Und diese Information, die kann ich hier hinterpacken, hinter Kostentyp offen und ist Kosten. So, einmal das, dann sehe ich hier noch keine Eurobeträge, hier sehe ich keine Prozentwerte und es gibt ja eine Hierarchie von Phasen und innerhalb der Phasen sind die PSP-Codes, da möchte ich auch eine Hierarchie anlegen. Für die Dauer von jeweils was noch offen ist und was schon erledigt ist, werde ich nun eine neue Spalte einfügen. Diese neue Spalte mit wenn, mit einer wenn-Funktion if überprüft eine Bedingung. So, der logische Test. So, ich tippe mal hier Query, Query Terminplan. Da steht ja irgendwo Kostentyp. Ich klicke mal drauf, doppelt. So, ist der Kostentyp hier vorne, ist der gleich dem Text, sagen wir mal, ist Kosten. Ist das identisch mit dem Text ist Kosten? Wenn das so ist, jetzt mache ich einen Semikolon. Also, Moment, hier will er jetzt gerade ein Komma haben. Irgendwie hat das umgestellt aufs Englische. Also, ne, für diesen, ihr will jetzt hier gerade ein Komma, könnte auch ein Semikolon bei euch sein. Wenn das hier identisch ist, dann nimm einfach den Wert von erfüllt. Ich klicke mal drauf. Dann nimm den Wert von erfüllt. Moment, ich könnte auch, statt das so zu tippen, direkt Query, Terminplan erfüllt nehmen. Damit weiß ich definitiv, aus welcher Tabelle ich diese Erfüllt-Spalte nehme. Andernfalls muss es ja die Differenz sein. Also nimm Query Dauer minus, Moment, muss doppelt draufklicken, minus Query Dauer, Query erfüllt. Das heißt, ich sehe hier gerade immer, wenn hier zum Beispiel was 100% abgeschlossen ist, müsste bei offen 0 stehen und bei erfüllt zum Beispiel 5 Tage. Ist was zu 50% fertig? Hier müsste sich die Dauer 50-50 aufteilen. So, und dann drücke ich einfach mal Enter, bevor ich so viel rede. Guck mir das Ergebnis an. Syntax falsch. Also, Syntax falsch. Jetzt mache ich doch Semikolons. Es kam mir so komisch vor. Also der Formel, die Formelhilfe sagt, er hätte gerne, ja, die zeigt es mir richtig an, wenn ich Komma mache, aber Semikolon will er haben. Das ist doch die Struktur, die ich erwartet habe. Ganz komisch. So, und da sehe ich, das sind jetzt die Tage hier, je nachdem hier 2, 2, je nachdem, wie viel Prozent ich erfüllt habe. Hier 6 Tage, 25% erfüllt, heißt 5 Tage kommen noch. Wenn ich runde, ein Tag ist schon abgeschlossen. Ja, das passt. Die Spalte muss jetzt noch umbenannt werden. Wo macht man das denn hier? Spalte umbenennen. Das ist meine, ja, Dauer habe ich ja schon. Das sind die Tage. So, diese Information liegt mir jetzt also in Pivot vor. Das sind ganze Zahlen. Das hier bei Wert, das sind doch Euros. Also klicke ich hier aufs Geldhäufchen, auf Euro, mache ein Eurozeichen, möchte keine Nachkommastellen sehen und so werden mir die Daten dann auch in Power Pivot oder Power View angezeigt. Auch hier die Kosten brauche ich gar nicht, die Tage, alles korrekt, die Prozentwerte. Die Prozentwerte, die möchte ich ja auch noch haben. Auch die sollen, ich klicke mal auf Prozent, die sollen mir vielleicht angezeigt werden hier noch. Die möchte ich vielleicht auch noch mal genauer ausweisen. Nur testhalber noch mal. Neue Spalte. Wenn Query
QRY, wenn die Kostentyp-Spalte auf offen ist, ist ja noch was zu tun. Wenn sie auf offen ist, gleich Kosten offen, dann ist ja noch was zu tun. Wie viel ist zu tun? 100% oder halt 1 minus Fortschritt, 1 minus Query Fortschritt. Na, in dem Fall natürlich 0. Ansonsten zeige mir den Query Fortschritt an. Terminplan, Klammer auf, Fortschritt. So, muss man richtig schreiben. Komischerweise wird es gerade nicht angeboten. Drücke Enter und sehe nun hier entweder eine 1 oder eine 0 oder bei 50-50 50% noch offen, 50% noch tun. Also habe ich hier den Rest jeweils. So, das gibt in Summe dann auch hier pro Vorgang immer die Zahl 1 und nicht wie hier die Zahl 2. So, das ist also meine Erfüllungsgrad. Fertigstellung. Umbenennen. Fertigstellung. Und auch hier natürlich einmal aufs Prozentzeichen geklickt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen umformatiert. Ich habe Euro gemacht, ich habe Prozent gemacht. Bei den Prozenten nehme ich auch die Nachkommaprozente mal weg. Eine Geschichte noch. Ich möchte, dass die Phasen übergeordnet sind und dass ich dann mit dem Doppelklick auf die Phasen die jeweiligen PSP-Codes dieser Phase sehe. Also muss ich eine Hierarchie erzeugen. Ich gehe auf die Diagrammsicht. So, das dauert einen kleinen Moment. Und in der Diagrammsicht sehe ich ein Zeichen oben, das ist ein gelbes, mit Ordnern, Hierarchie. So, dieser Hierarchie, die nenne ich mal Projektphasen. Und in diese Hierarchie lege ich rein die Phasen, das ist Phase 01, Phase 02. Rechte Maustaste drauf, rechte Maustaste auf die Phase, zu Hierarchie hinzufügen. So, dann ist es die erste Ebene hier. Und das gleiche nochmal mit PSP-Code, rechte Maustaste ebenfalls in die Projektphasen. Dann wird es mir hier ebenfalls angezeigt. So, das heißt, ich habe nun hier die Möglichkeit, von den Phasen auf die jeweiligen PSP-Codes dieser Phasen im Power View zu schauen. Ich gehe auf Datensicht oben zurück. Und dann denke ich mir, so ein paar Spalten wie Fortschritt, wie Dauer, Fortschritt und Dauer oder erfüllt, die habe ich ja eigentlich mit Tage und Fertigstellung schon abgefrühstückt. Und die Kosten eigentlich auch, weil die Kosten stehen ja hier bei Wert. Die sind ja auch doppelt. Also markiere ich diese Spalten. Dauer, Fortschritt, erfüllt. Ja, ich markiere sie. Ich habe hier die Möglichkeit mit Großschreibtaste zum Beispiel. Klick mit rechter Maustaste. Aus Client Tools ausblenden. Damit werden die grau, auch hier die Kosten, rechte Maustaste, aus Client Tools, wo ist es, ausblenden. Damit stehen mir einfach diese Spalten gleich in Power View nicht zur Auswahl zur Verfügung, weil diese Information hole ich mir ja über Tage, Wert und Fertigstellung. So, den Power Pivot, bin ich jetzt fertig. Ich habe hier kleine Formeln mit einer Wenn-Funktion genutzt. Ich habe umformatiert, eine Hierarchie genutzt, habe aus den Client-Tools ausgeblendet. Nun könnte ich natürlich eine Power-Pivot-Pivot-Table erstellen oder, ja, im nächsten Video dann Power-View. Und um den nächsten Titel dann nicht zu verpassen, einfach den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.